Beim Striking versuche ich immer stabil zu sein. Am besten ist es, wenn mein Körperschwerpunkt in der Mitte ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Wenn ich zum Beispiel die rechte schlage und einen kleinen Step mache, dann ist mein Körpergewicht jetzt auf dem vorderen Bein. Das ist aber auch gut so, denn ich bin immer noch stabil. Von hier aus kann ich explosiv weiterarbeiten. Jetzt ist mein Körperschwerpunkt auf dem hinteren Bein. Auch von hier kann ich explosiv weiterarbeiten. Der Unterschied zwischen Stabilität und aus dem Gleichgewicht kommen ist einfach der, dass ich bei Stabilität meinen Körperschwerpunkt in die Richtung bewege, in die ich möchte. Bei Instabilität oder aus dem Gleichgewicht kommen bewege ich meinen Oberkörper einfach zu weit über meinen Körperschwerpunkt hinaus. Also eine gute Rechte ist das, eine schlechte Rechte ist das. Das kann ich ganz einfach trainieren, indem ich die Augen zumache und jetzt mal eine Rechte bringe und merke, ah, hier stehe ich gut. Hier stehe ich gut. Hier stehe ich gut.